Zwar habe ich mir dieses Spiel runtergeladen, was ständig in der Werbung kommt. Wenn du bei YouTube guckst, bei jedem bisschen, bei allem, was du machst, da kommt immer vorher dieses Spiel in der Werbung. Und ich will mir das einfach jetzt mal anschauen und das machen wir mit euch gemeinsam. Hallo Tranko, herzlich willkommen. Wähle eine Login-Methode. Rein theoretisch hätte ich jetzt einfach gedacht, dass ich das schon mal gemacht habe, dass es schon funktionieren müsste. Na, da haben wir uns doch. Willkommen zurück. Ich habe also schon mal einen Account angelegt. Tranko, wie geht's dir? Herzlich willkommen. Wir haben lange, lange, lange nichts voneinander gehört. Wir starten jetzt mal das Spiel und ich will einfach mal sehen, wir werden jetzt gleich nebenbei erstmal ein paar Tastenbelegungen machen müssen. Wir werden ein bisschen hier rumfummeln, da rumfummeln müssen, ne? Hallo Luca, schön, dass auch du da bist. Wir gucken uns heute das Handyspiel an. Ich nehme mal an, ihr habt das vielleicht schon mal gesehen. Wir stimmen natürlich allem zu und wir starten es mal. Und dann wollen wir uns mal angucken, warum kommt das immer in der Werbung? Was genau, worum geht es genau in diesem Spiel und was macht das? Es ist also was ganz Neues als Dragon Rage, aber wir schauen einfach mal. Ja, mir geht's auch gut. Ich bin zurzeit im Urlaub. Und deswegen sitze ich ja um die Uhrzeit jetzt da und zocke gerade ein bisschen. Wollte eigentlich im Garten was draußen bauen. Und das machen wir morgen dann. Honkai Impact, das hast du noch nie gehört. Das kommt bei mir vor jedem Video bei YouTube kommt das als Werbung. Immer. Grundsätzlich vor immer. Wir machen es mal in groß. Pass auf, wir machen es mal in groß. Das hast du wahrscheinlich als Spaß gemeint. Ja, das ist das, wo die immer beide singen vorher. Ja, das ist, wo die beiden Mädels immer singen. Es ist dieses. So, etwas mehr Disziplin, bitte. Ja, okay. So, jetzt müssen wir erstmal Tasten belegen. Ich habe jetzt beim Nox Player, der ist ja, das ist mein neues BlueStacks, ja. Da kann ich sozusagen nichts machen, weil ich muss die Tasten und alles muss ich alles selber machen. Das müssen wir also schnell einrichten. So, ihr seht jetzt also jetzt hier, das ist aktuell die Geschichte, hier kann ich rumlaufen, ne? So, und da müsste man jetzt, und hier können wir irgendwie uns prügeln. So, ich kann mal kurz gucken, ob WASD schon funktioniert. Ne, natürlich nicht. Ich werde jetzt erstmal zu Beginn, bis wir dann soweit sind. Ich kann nicht Pause drücken, ne? Okay, das war ein Backflip. Okay, alles klar. Gehen mal hier rüber. Was ist das denn? Ja, bei BlueStacks würde es wahrscheinlich irgendwas laden erstmal. Ah, okay, jetzt bin ich voll reingesprungen in den Gegner. Okay, jetzt laufen wir mal da hoch. Ich stelle mich ein bisschen blöde an gerade, weil ich mit dem Controller so ja überhaupt nicht klarkomme. Was macht der? Was ist das jetzt hier? Heilung oder was? Wir schlagen uns mal ein bisschen rum. Hack and Slay mäßig. Gehen wir mal hier durch. Okay. So, Bruder, jetzt muss ich mal ganz schnell los. Okay, jetzt gehen wir erstmal hier hin. Ach Mist, jetzt ist hier unten mein Steuerkreuz weg. Ah! Das war jetzt gerade das Tutorial. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, ich wollte jetzt nicht schon, hätte ich jetzt natürlich auch einrichten können, wahrscheinlich schnell die Knöpfe. Wäre auch gegangen, bin ich mir relativ sicher, ne? Jetzt bin ich gespannt, ob das, also das kommt ja ständig in der Werbung, es muss ja irgendeinen Grund haben. So, gucken wir uns das einfach mal an. Wir gucken mal, jetzt fliegen wir da oben runter. Oder eben nicht, wir fliegen jedenfalls nicht weit runter, wie es aussieht. So, da ist sie. Jetzt gucken wir mal hier, also, Tastatur. Wir machen jetzt mal die Tasten zum Richtungsjoystick. Speichern. Und jetzt können wir hier, jetzt laufen wir so. Mit der Maus kann ich mich so ein bisschen umdrehen hier, kann gucken. Und dann haben wir hier die 1 ist das, die Leertaste ist das und die 2 wäre das, was da oben aktuell. So, da wollen wir mal gucken. Oh. Tippe den Ausweichbutton bei einem feindlichen Angriff. Na, das machen wir doch natürlich. Das ist der. Tippe jetzt auf den Ausweichbutton. Mach ich! Natürlich! Das ist der ultimative, das ist der ultimative Ausweicheneffekt von Weißer Komet, Zeitfraktur. Einen Dead Cells Key habe ich noch nicht bekommen, nee, habe ich noch nicht bekommen. Aber ich habe ja alles bei Dead Cells, was geht. Wenn Zeitfraktur aktiv ist, werden das Angriff und Bewegungstempo des Feindes verringert. Nutze diese Chance, um ihnen zu zeigen, was du hast. Das heißt, jetzt sind die Gegner platt durch meinen Ausweiche, ne? Ja, aber das ist ja, da muss ich schon warten, bis der angreift, wirklich, der Gegner, ne? So, dann müssen wir jetzt Zeug einsammeln. Tritt auf die glühenden Sachen am Boden, das machen wir natürlich, freilich machen wir das. Jetzt haben wir hier einen Ring, der zeigt uns was. Ach, das wird wahrscheinlich das Ziel sein.
Ah, okay. Das Fluggerät wurde zerstört. Springen gibt's hier nicht, ne? Du gibst nur rumlaufen. Du kannst dich später bedanken dafür, ne? Ah, Mist! Jetzt habe ich mich zu früh ausgewichen. Was ist jetzt mit dem Ton passiert? Ah, jetzt ist er wieder da. Jetzt machen wir die zwei. Das war ein Schild, okay. Was macht die da? Was ist Warning? Was heißt denn Warning? Habe ich jetzt, kriege ich jetzt aufs Maul oder? Habe ich gewonnen oder? Bewege dich auf das glühende Gebiet auf dem Boden zu, um dich mit der Drohne zu treffen. Okay. Laufen wir mal ganz schnell. Schnellrennen geht hier wahrscheinlich nicht. Kampftipp, okay. Naja, mal gucken. Also, ja, wie gesagt, das ist halt was, ne? Ich bin immer, wenn ich sowas schlecht in der Werbung sehe, dann muss ich es mir auch angucken. Da kommen wir nicht drum rum. Das nützt alles nichts. Jetzt müssen wir einfach mal reingucken. Ich wollte jetzt so ein bisschen mal antesten und die Knöpfe belegen oder vergeben. Guck mal, ihr müsst mal schauen. Die haben sich richtig Mühe gegeben. Das ist ja was, das ist ja genau was, das ist ja genau mein Stil hier, ja, genau sowas brauche ich, das ist mein Ding. Ich mag das, erstens mal, wenn ich Mädchencharakter spielen kann, das sind tolle Oh, was ist jetzt los? Kämpfe ich jetzt hier? Orange, ah, Orange ist ein Gegner, okay. Oh, ich sehe schon die ersten Fragen wieder, wie spielst du das am Computer? Ja, weil ich das nice, geil finde. Ich finde es, also, es ist bunt. Es ist Action, es macht Spaß. Es ist Hack and Slay oder so ähnlich. Ist es Hack and Slay? Na, ich weiß nicht, was es ist. Es ist Hack. Es ist auf jeden Fall Hack. Warning? Was ist mit Warning gemeint? Aha, Warning. Okay, ich verstehe Warning. PC Gamer, vielen Dank für das Follow. Ich habe jetzt genau 300 Follows. Vielen Dank, vielen Dank. Finde ich sehr nice von dir. Aber das jetzt hier ist ein Android-Game. Das ist ein Android-Game. Also war das überhaupt das 300. jetzt? Nee, 299. Das war bestimmt ein Re-Follow. Oder? Wer weiß, dass das nicht stimmt, ne? Eine Anzeige. Aber 299. Bin mal wieder weg. Muss auf dem Minecraft-Server meine Kisten sortieren und mit meinen Freunden reden. Das ist sehr, sehr gut. Achso, Daniel, hallo, herzlich willkommen. Freie Landung vor Kiana, na dann mal los. Jetzt bin ich ja gespannt. Ich bin also jetzt gespannt, wie läuft das Spiel. Ist das ein... Aha, guck mal, du siehst, es scheint eine Art Dungeon-Spiel zu sein. Man geht lang, klopft sich durch und das macht man wahrscheinlich jetzt einfach mal Runde für Runde, ne? Ach, hast einen neuen Account gemacht, alles klar. Stimmt, es zeigt's mir an, 300 Follower bei Twitch tatsächlich. So, Weißer Komet als neuer Skill hinzugekommen. Es kann also sein, dass wir jetzt auch mehr Skills bekommen gleich, ne? Ein Großschwertklingenstück und Verbesserungswürfel. Das wird wahrscheinlich sowas sein. Sehr cool, danke, danke, danke. Okay, so jetzt sehen wir hier dieses typische Ding. Wir treffen uns gleich mit Mai, versuchen nicht ganz so schwächlich auszusehen. Valkyria, was ist damit gemeint? Waffe? Aha. Tauschen. Da sehen wir eine Pistole, ist da aktuell da. Und guck mal, da gibt's jetzt, was ist da? Ach, das sind auch Pistolen. Neue Pistolen gefunden, ne? Aber die neuen Waffen sind nur Level 1, das reicht noch nicht. Also verstärken wir die natürlich gleich mal. Ist bereits vorbereitet. Okay. Das heißt, ich kann auf jetzt verstärken drücken. Und dann werden wir mal sehen. Ah, das sind diese 5 Würfel. Ich habe Merch. Das stimmt. Ich habe einen Merch-Shop durch Stream... Elements, genau so ist das. Großartiger Erfolg. Level 11 haben wir die jetzt schon, die Pistolen. Na, dann können wir jetzt zurückgehen. So, jetzt treffen wir uns hier mit der jungen Dame. Kapitän, willst du dich nicht erst ein bisschen mit Kiana unterhalten? Tippe auf die Chatblase, um mit Kiana zu reden. Das hier ist von dem Spiel die Android-Version. Also gibt's da eine PC-Version? Echt ohne Spaß, da hätte ich mir die Mühe gar nicht machen müssen, ne? Aber ich gucke mir heute die Android-Version tatsächlich an. Ne, das ist die Android-Version. Ich hätte natürlich erstmal gucken können, ob es das für einen PC gibt, ne? Das war schlau wieder mal. So richtig ein Move von mir war das.
Aber wenn es für den PC gibt, umso einfacher für alle anderen. Ich habe jetzt hier die Android-Version, die Handy-Version. Sicherlich ein bisschen kompliziert. Ich kann ja mal gucken. Ich kann ja mal schauen, ob ich die PC-Version, ob ich einfach mal anteste, ob man das übertragen kann. Ob das mit dem gleichen Account zu spielen geht. Ne? Das sind alles so Sachen, die wir jetzt natürlich herausfinden könnten. So, was muss ich jetzt machen? Ich muss jetzt auf Angriff drücken. Was ist das hier unten? Alle einfordern. Nehmen wir erstmal alles mit. Bin gleich wieder da. Guck ihn mir mal an. Vielleicht bestelle ich mir sogar einen. Was? Aus dem Store? Da gibt's doch nichts Gescheites. Kannst du eine Kaffeetasse trinken oder kaufen oder so? Oh, ich habe nicht auf Bestätigen gedrückt. Ich muss auf Bestätigen drücken. Ne, muss ich nicht. Okay. So. Wo muss ich jetzt hindrücken? Tippe hier für eine Überraschung. Was hier? Meint ihr hier? Ach nee. Ah, das war falsch. Jetzt komme ich zu YouTube. Nee, warte mal, hier ist der Zurückknopf. So. Hier, das ist. Tippe hier für eine. Achso, das war bestimmt Video angucken. War eine Werbung oder sowas gewesen sein. Was ist das nächste Ziel jetzt? Auf Angriff zu gehen? Sollen wir auf Angriff mal gucken? Hier, gehen wir mal auf Angriff, ne? Ich wusste gar nicht, dass Honkai Impact das irgendwie Leute interessiert. Wie gesagt, nachdem ich ja gesehen habe, dass das ständig nur in der Werbung kommt, bei jedem YouTube-Video in der Werbung vorneweg, dachte ich, okay, dann gucke ich es mir mal an. Da habe ich es einfach mal runtergeladen. Gast ist Eric Fitter. Ja, moin. Aber Leute, okay, dann erzähl mir doch, wenn ihr das Spiel kennt, um was geht's in dem Spiel? Ja, es ist einfach nur draufkloppen, so dungeonmäßig durchgehen und prügeln? Boah. Dann können wir ja mal gucken, ob Handyspiel und PC-Game gleich sind. Oh, guck mal, mein T-Shirt, das ist ja heute mal geil. Wird heute vom Greenscreen rausgefiltert. Ich bin nackt. Wie lol. Das ist ja lost. Wieder mal. Und meine Kopfhörer, da ist hier, das Licht ist aus. Und trotzdem sehen die rot aus. Also das sieht gar kein Mensch. Okay. So, jetzt sind wir auf jeden Fall zu zweit, wie es aussieht. Ja. Also ich finde, der Stil ist ja so cool. Mir gefällt das ja. Sind identisch. Ah, okay. Ich nehme an, mit der PC-Version hätte ich bessere Grafik, vermute ich einfach mal, ne? Würde das nicht ein bisschen schicker aussehen? Ich bin mir relativ sicher, das würde schicker aussehen. Dieser Idiot ist hier, bin mit dem Schlachtschiff schon auf dem Weg nach Hause. So. Okay, ich wusste gar nicht, dass diese neuen Pistolen eine spezielle Waffenskill aktivieren können. Ah, ne, dann brauche ich jetzt schon mal die nächste Zahl hier, ne? Also brauche ich jetzt eine 3. Kommen wir auf die 3. Du hast den Feind betäubt. Oh, okay, okay. Wahrscheinlich wäre das dann auch besser mit der, kann man wahrscheinlich besser auch mit der Maus gucken und alles, ne? Mit der PC-Version. Aber ist ja schon nice. Kloppen finde ich aber cool. Schärfer, die Grafik. Okay. Schärfer auch die Mädels vielleicht, wa? Oh. Na, aber die Mädels werden nicht viel schärfer, nehme ich jetzt mal an. Okay, die 2 ist jetzt nicht der. Oh, doch, die 2. Oh, guck mal, ist hier. Wie ich da reinhaue, ne? Eric Fitter, Kapitän, die Feinde vor uns haben Schilde. Feinde mit Schilden können nicht durch Angriffe unterbrochen werden. Nachdem du die Schilde der Feinde zerstört hast, fügst du ihnen erhöhten Damage zu, okay? Schilde stellen sich nach einiger Zeit wieder her, also versuche so schnell wie möglich anzugreifen, bevor die Schilde zurück sind. Wir sammeln erstmal ein bisschen was ein hier. Man muss schon mal ein bisschen auch Loot muss man mitnehmen, ne? Okay, greife so oft wie möglich an, jetzt, Das! Was? Wie war das jetzt so schnell? Junge! Das geht auch fix jetzt, ne? Da machen die hier so ein Theater wegen zwei Schlägen? Das ist krass, oder? Das hast du jetzt gesagt. Ja! Ich sehe das doch. Ich meine, ich finde, also, was hat mich gereizt an der Werbung? Genau das hat mich an der Werbung gereizt. Das war der Grund, warum ich mir das Spiel gegeben habe, ne? Man kann jetzt gar nicht drum rumscrollen, aber diese wirklich echte Darstellung der Frauenkörper hat mich schon interessiert. Das ist ja das, worauf es in der Werbung ankommt. In der Werbung von dem Spiel, ganz kurz, ne? Die sieht ja jeder, der. Wenn du jetzt dieses Video bei YouTube dir anguckst später, ne? Wirst du sehen, da kurz vorher wird diese Werbung gekommen sein. Und da siehst du wieder zwei Mädels tanzen und singen. Und das ist ja einfach sehr reizvoll. Und ich dachte mir, das ziehe ich mir jetzt mal rein, ne? Das müssen wir auf dem Schirm haben, wie das hier läuft. Ob das jetzt ein dauerhaftes Let's Play wird, weiß ich jetzt nicht, ja. Mei, großartig, ich mache mich gleich auf den Weg. Ja, okay. Wir sollten uns an den Plan halten. Wir sind die allerbesten Partner, wir müssen zusammenhalten und uns ihn gleich machen, okay. Ich denke, es sollte heißen,
es uns einfacher zu machen. Okay, okay, meine Güte, naja, laut Plan dürfen wir flexibel reagieren. Das ist aber gut. In der horizontalen Ansicht musst du nur Bewegungen nach links und rechts machen. Ach, das gibt's. Also schon cool, ne? Ach, guck dir das mal an. Och, geil. Das gefällt mir ja auch, ne? Das ist ja jetzt, ist es 2D.